Im Dezember begleitet uns bei Unser Sonntag der Bischof von Essen, Dr. Franz Josef Overbeck. Der in Mahl geborene Oberhirte der Diözese ist seit 2009 im Amt und seit 2011 Militärbischof der Bundeswehr. Er studierte Theologie und Philosophie in Rom, unter anderem an der Gregoriana. Josef Kardinal Ratzinger weihte ihn 1989 zum Priester. Zunächst war Overbeck in Haltern als Kaplan tätig und wurde 1994 zum Domvikar in Münster. Nach der Promotion übernahm der Theologe im Jahr 2000 die Leitung des Instituts für Diakonat und pastorale Dienste im selben Bistum, dessen Weihbischof er 2007 wurde. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer: Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Am dritten Adventssonntag begegnet uns noch einmal Johannes der Täufer. Nachdem wir schon am letzten Sonntag gehört haben, dass er derjenige ist, der den Weg für Jesus bereitet, sind es heute die Leute, die ihn konkret fragen, was sie denn tun sollen. Das Lukas-Evangelium, das für Heidenchristen geschrieben ist, brauchte konkrete Anweisungen, um deutlich zu machen, so geht Christentum, so wird es handfest und handgreiflich. Und das wird jetzt im dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums auch erzählt. Auf die Frage, was die Leute denn tun sollten, die den Messias erwarteten, antwortet Johannes: Zum einen, wer zwei Gewänder hat, soll eines abgeben. Also großzügig sein, ein großes Herz haben. Wer ein großes Herz hat, der kann den erwarten, der für uns Menschen ein großes Herz hat, Gott. Und Jesus ist in diesem Bild gesprochen nichts anderes als das Herz Gottes für uns. Großzügig, abgebend. Schließlich gibt er sich selbst ganz weg am Kreuz. Und dann sind es die Zöllner, die zu Johannes kommen. Und denen sagt er, sie sollen ehrlich sein, keinen übervorteilen und keinem mehr wegnehmen als erlaubt. Also Ehrlichkeit und Klarheit ist gefragt und damit eine Haltung der Redlichkeit. In der Welt bis heute, in der wir leben, braucht es immer wieder solche Menschen, die im besten des Wortes, koste es, was es wolle, redlich und ehrlich sind. Die eben zur Großzügigkeit, zum großen Herzen das Redliche und das Ehrliche hinzufügen und damit eine Haltung, die sich vor allen Dingen im Gewissen zeigt. Das Gewissen ist der Ort, an dem für jeden sehr persönlich Gott zu uns spricht. Und den Zöllnern ins Gewissen zu reden, ist eine der lebenslangen Aufgaben, die Jesus sich selbst stellt. Nicht umsonst kehrt er immer wieder bei den Zöllnern ein. Nicht umsonst erzählt auch das Lukas-Evangelium von solchen Besuchen. Nicht umsonst sind es Figuren wie Zachäus, die erfahren, der redliche, ehrliche, großzügige Jesus zeigt ihnen, so geht das Leben. Und wenn wir im Advent durch Johannes im Blick auf die Zöllner davon hören, werden wir vorbereitet. Es ist wie bei einer großen Katechese, wenn wir zu den Sakramenten der Kirche gehen, um Jesus Christus auf besondere Weise zu empfangen, die uns zeigt,
wer wir Menschen sind. Katechese, in ihm steckt das Wort Echo, kommt aus dem Griechischen und hat damit zu tun, einen Widerhall zu geben. Wer in diesem Sinne ehrlich ist, der gibt einen Widerhall auf die große Redlichkeit und Ehrlichkeit Gottes, der in Jesus Mensch wird. Und darauf weist Johannes ziemlich unerbittlich die Zöllner hin. Und schließlich kommen auch die Soldaten. Und Johannes wird noch deutlicher. Misshandelt niemanden. Wir würden heute sagen, lasst alle am Leben, wendet keine Gewalt an. In der damaligen Zeit, das heutige heilige Land Palästina, war damals regiert von den Römern, gab es überall Tag für Tag unendliche Formen von Gewalt, von Erniedrigung, von Möglichkeiten, den Menschen ihre Würde zu nehmen, ihnen zu verbieten, ihre Religion auszuüben, sich als wirkliche Menschen der Tradition zu verstehen, die von jeher Gott verehrten. Und da redet Johannes ihnen ins Gewissen, sie daran erinnernd, denn zu den frühen Christen gehörten auch Soldaten. Wenn ihr Christen sein wollt, wenn ihr euch auf Jesus einlasst, misshandelt niemand, gebt jedem seine Würde zurück. Fragt euch in eurem Gewissen, wer ihr seid vor Gott. Das Evangelium bereitet uns in diesem Sinne auf die Ernsthaftigkeit eines Alltags vor, der geprägt ist von der Nachfolge Jesu. Das aber im Blick auf den Advent mit den prophetischen Worten und dem prophetischen Gestus des Johannes, der hinweist auf den, der kommt. Denn die Menschwerdung Gottes in diesem Sinne, so sehr sie geschichtlich einmal geschehen ist in Jesus von Nazareth, geschieht Tag für Tag immer wieder in uns und allen Getauften, in allen, die zu Christus gehören und so in der Breite der ganzen Christenheit. Aber die Frage ist dann, wie? Und genau darauf gibt das Lukas-Evangelium heute auch noch eine Antwort, indem es diese Heidenchristen, die aus der griechischen Philosophie kamen, die aber auch aus anderen Religionen hervorgegangen waren, eine klare Antwort. Wer so leben will, lebt aus dem Geist und aus dem Feuer. Das sind zwar Bilder, die uns eigentlich in unserer Tradition an Pfingsten erinnern, aber zugleich auch, und davon ist die Bibel voll, an die Kraft Gottes, die so ist wie ein Feuer, das reinigt, aber auch wie ein Feuer, das Licht gibt. Oder wie ein Geist, der einen ganz durchdringt und erfüllt und der einen selbst zu einem geistvollen Menschen macht, mit denen wir unseres Verstandes brauchend der Vernunft Raum geben, um zu zeigen, wer so lebt, wartet auf Gott und nicht nur auf sich selbst. Unter heutigen Bedingungen kann das, welchen Beruf auch immer wir ergreifen oder ergriffen haben und was wir tun, mitten in unser eigenes Herz gehen, uns zu fragen, aus wessen Geist leben wir eigentlich, für wen brennen wir? Nicht nur im Lukas-Evangelium, auch in den anderen Evangelien wird immer wieder deutlich, dass Jesus im Geist und im Feuer kommt. Das Wort ist durchaus auch ernst gemeint. In der historischen Erfahrung der Hörer des Lukas-Evangeliums war die Zerstörung des Tempels zu Jerusalem mit den Schrecknissen des Feuers, des verbrennenden Tempels, ganz gegenwärtig. Feuer kann auch vernichten. Aber Feuer kann eben auch, so wie am Dornbusch, reinigen, erleuchten und hell machen. Wenn wir uns jetzt auf Weihnachten vorbereiten, kann uns in diesem Sinne sehr lebenspraktisch die Gestalt des Johannes darauf hinweisen, was tun wir, um uns auf die Ankunft dessen vorzubereiten, von dem das Lukas-Evangelium voll ist, auf den menschgewordenen Gottessohn, der sich ganz handfest den Nöten der Menschen, den Sorgen jener am Rande zugewandt hat, die seine Hilfe brauchten. Wir müssen Menschen der Redlichkeit sein, Menschen der Ehrlichkeit, Menschen der Gewissenserforschung und der Hilfe für alle, die Hilfe brauchen, um ihrer Würde gemäß leben zu können. Und dafür braucht man, wie es im Evangelium heute heißt, Geist und Feuer als eine Gabe Gottes selbst, die in uns brennt, die uns zu Lichtern für andere machen kann, die aber auch zeigt,
Christentum und Christsein ist eine sehr konkrete Angelegenheit. Und sie braucht Menschen, die genau das bezeugen. Was es bedeutet, Gottes Gegenwart unter uns, so wie sie in Jesus da ist, geistvoll und wie ein Feuer leuchtend zu zeigen. Bei der Taufe hatten die Heidenchristen erfahren, was das heißt. Ihnen wurde, so wie es heute auch noch ist, ein Licht übergeben. Heute nennen wir es die Taufkerze. Sie leuchtet über denen, die getauft worden sind. Und getauft zu sein heißt, voll des Geistes zu sein und so zum Licht zu werden. Nicht im Lukas, aber im Matthäus-Evangelium heißt es darum am Anfang der Bergpredigt und in abgewandelter Form auch im Lukas-Evangelium: Seid Licht der Welt. Ich wünsche Ihnen einen geistvollen und lichtreichen adventlichen Sonntag.